Ob Sie es glauben oder nicht, aber dieser Roboterarm kann kochen. Er soll sogar einen echten Koch ersetzen können. Vor kurzem feierte er in Leipzig Premiere und bekochte die ersten Besucher. Und wir waren dabei. Eine eingerüstete Fassade in der Leipziger Innenstadt. Dahinter reges Treiben. Mit den Vorbereitungen für die Roboter-Koch-Premiere ist das Team um Marco Schnell schon seit Tagen beschäftigt. Einige waren heute tatsächlich noch bis um 6:30 am Werk, um den Roboter zum Laufen zu bringen und um letzte kleine Schräubchen festzuziehen, sage ich mal. Insofern bin ich jetzt natürlich gespannt, wie die Leute reagieren werden, welche Leute kommen, was sie sagen werden und natürlich, wie ihnen die Pasta schmeckt. Diesem Tag gingen Jahre der Entwicklungsarbeit voraus. Von ersten Kochversuchen des Roboters überzeugte sich Henriette vor 6 Monaten. In der Werkstatt des Startups zeigte Marco ihr den Prototyp des Pastakochs. Hör mal, wie es zischt. Ja. Man riecht nichts, aber man hört es. Riecht's genau. Die Erfindung besteht damals aus Wokpfannen und Löffeln mit einer Vorrichtung, die der Roboterarm greifen kann. Außerdem gibt es eine Nudelkochstation, eine Pastaausgabe und eine Waschanlage. Der Roboter kocht mit frischen Zutaten. Dafür sind im hinteren Bereich Behälter untergebracht. Die werfen, je nach Gericht, eine vorbestimmte Menge an Fleisch oder Gemüse aus. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, genau. Was macht er als erstes? Jetzt führt er erstmal den Korb zur Pastaautomat. Ja. Und die Pasta wird in Bewegung gesetzt. Und das ist das, was wir jetzt hören? Das ist das, was wir jetzt hören. Das Geräusch, die Pasta wird gemacht? Genau. Und parallel gießt er schon mal das Öl in die sich aufheizende Pfanne, ne, Induktions. Ach, guck mal, da hinten kommen die Nudeln schon raus. Richtig, genau. Genau. Also das ist halt so ein bisschen dieser Punkt Effizienz, der uns wichtig ist, um einfach das Gericht in wenigen Minuten fertigzustellen. Jetzt holt er die ersten Zutaten, die dann in die Pfanne kommen. Richtig. Da haben wir als erstes mal Pilze. Und jetzt wird liebevoll umgerührt. Genau. Ja. Klar, damit es nicht anbrennt. Alles fast wie beim richtigen Koch. Ja. Aber jetzt muss er natürlich noch die Nudeln holen. Jetzt kommt der Moment. In wenigen Sekunden ist die frische Pasta durch und kommt in den Wok. Und schon nach 5 Minuten wird das Essen serviert. Genau, das ist jetzt sehr übersichtlich natürlich. Ja. Aber es ist auch nur eine Testportion. Darf ich schon rausnehmen oder bitte, macht er jetzt noch irgendwas? Nein, ah, nee. Er spült jetzt schon ab. Ah, genau. Genau. So arbeitet der Roboter damals. Zurück ins Heute. Also wie wir sehen können, hat sich die gesamte Kocheinheit geändert. Wir sind weggekommen von unserer 2-Wok-Löse. Wir haben 3 Töpfe, die sich permanent drehen und damit ein Verbrennen vermeiden, bessere Garzeiten ermöglichen und natürlich den gesamten Garprozess beschleunigen. Außerdem haben sie die Ausgabestation umgebaut. Die fertigen Gerichte werden in diesen Fächern auch noch warm gehalten. Inzwischen ist alles bereit. Die ersten Gäste können kommen. Und die lassen nicht lange auf sich warten. Bestellt wird ganz modern mit Smartphone und QR-Code. Und schon beginnt der Roboter mit der Zubereitung des gewählten Pastagerichtes. Durch die drehenden Töpfe braucht er nicht mehr umzurühren. Nach wenigen Minuten wandert das Essen in die Ausgabebox und in den Magen. Frische Zutaten, just in time. Zur Mittagszeit herrscht fast ein bisschen Andrang. Wir wollen wissen, wie den Gästen das Roboteressen schmeckt. Schmeckt gut, ja? Mhm. Echt lecker. Schmeckt. Also man merkt nicht, dass es jetzt von einem Roboter gemacht wurde. Nudeln sind gut al dente. Super heiß gerade noch. Ich kann es noch gar nicht richtig essen, weil es noch so heiß ist. Allen schmeckt es. Aber nach einer guten Stunde Arbeit streikt der Roboter. Die Techniker müssen ran, die Gäste warten. Das Team um Marco Schnell ist trotzdem zufrieden mit dem Testtag. Das Essen hat allen geschmeckt, das ist mal das Wichtigste. Und dass es zwischendurch immer mal zu ein bisschen Störung, zu ein bisschen Unterbrechung kommt, das ist bei so einem ersten Tester ganz normal. Also wir sind zufrieden. Natürlich wurde der Roboter inzwischen repariert und bekocht seitdem zuverlässig seine Gäste.